Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. Wie ihr vielleicht sehen könnt, habe ich ein bisschen bessere Pets als beim letzten Mal, habe ich ein bisschen mehr Geld als beim letzten Mal, bin ausgemaxt auf Godlike und habe vor, heute in diesem Video ein paar Pets zu verschenken, aber nicht an euch, sondern an irgendwelche fremden Leute. Aber keine Sorge, ihr kriegt auch noch die Chance, gute Pets zu bekommen, falls ihr noch kein Dominus habt. Roblox Victor wird in nächster Zeit auch ab und zu immer mal wieder livestreamen, um dann diese Dominus-Pets hier zu verschenken. Wenn wir jetzt mal einen Blick in mein Inventar werfen, sehen wir, oh, ich habe auch schon einige verschenkt, außer die, die ich brauche. Deswegen muss ich jetzt neue ziehen. Ich habe die ganze Nacht gefarmt. Ich habe auch die letzten Tage ständig gefarmt. Ich mache eigentlich nichts anderes, außer zu farmen, damit ich euch Pets schenken kann. Deswegen ziehen wir die jetzt nochmal aus den Eiern raus. Und was auch immer ich jetzt ziehe, das wird dann verlost an irgendwelche Leute, denen ich in öffentlichen Servern begegne. Voraussetzung natürlich, dass sie noch keine guten Pets haben. So, damit hätten wir 10 weitere Pets gezogen. Das sollte jetzt auch erstmal reichen, weil das restliche Geld will ich mir aufsparen für die kommenden Livestreams zusammen mit Roblox Victor. Wo ich schon über die Livestreams spreche, Roblox Victor wird vermutlich auch noch ein paar Verlosungen starten, in denen es dann nicht nur die normalen Dominus-Pets gibt. Vielleicht verlosen wir sogar auch mal ein Rainbow-Dominus, Infernus oder Fritius. Wir müssen einfach mal schauen, ob wir das zusammengespart bekommen, weil es dauert halt momentan noch ziemlich lange. Wie gesagt, ich farme praktisch den ganzen Tag, stehe ich hier und warte und warte. Und es geht schon richtig schnell mit den Pets, die ich habe. Ich kriege hier um die 4 Millionen pro Tick ungefähr, mal 3, mal 5. Im Durchschnitt sind es ungefähr 4 Millionen, die ich hier pro Tick bekomme. Und da ist der Triple Coin Boost noch nicht mal an. Ich bin die ganze Zeit am Farmen, aber was macht man nicht alles für euch, nicht wahr? Und vor allem muss ich jetzt die letzte Zeit, die ich habe, noch ausnutzen, um farmen zu können, weil nächste Woche bin ich komplett ausgebucht von der Arbeit. Ich habe keine Zeit für euch Videos zu machen. Ich werde kaum Zeit haben für euch zu farmen. Auf jeden Fall werden bei mir nicht sehr viele Videos kommen. Wahrscheinlich wird das hier sogar erstmal das letzte Video sein. Aber ihr könnt ja rüber schauen zu Roblox Victor und zu Roblox Felix. Die werden noch einige andere Videos zu Pet Simulator X machen. Die werden euch auf dem Laufenden halten, wenn es neue Updates gibt. Weil wir sind uns sicher, dass es Updates geben wird. Ich würde noch mal sagen, rein in den ersten Server. So, da sind wir auf dem ersten Server und sehen auch schon, okay, die Leute, die hier sind, die haben auf jeden Fall schon ein paar Pets. Manche haben sogar, ich wollte gerade sagen, manche haben sogar 600.000, das bin ich. Aber hier 300.000, also hier gibt es auch schon Leute, die sich ordentlich gegönnt haben. Noela Blum, ey, du kriegst von mir Pets. Du bekommst von den Pets, ob du willst oder nicht. Wie heißt du? Wo habe ich dich? Nimm an. Ignored? Bro. Ey, ich schicke noch eine Anfrage, sie wird annehmen müssen. Ist mir egal, ob du gerade selbst Eier öffnest. Nimm an. Genau. Gönn dir. Was? Ist das dein Ernst? Okay, ich gebe dir noch eine letzte Chance. Eine letzte Chance, dass du dieses Pet für mir kostenlos bekommst. Okay, dann kriegen halt die anderen ihre Pets. Chance vertan, selber schuld. Hatte irgendwer... Blablabla, Cringe schreibt, dann gib mir, wer ist Cringe? Ja, Cringe hat schon gute Pets. Von mir kriegt Sura ein paar Pets. Wo haben wir Sura? Hier. Gönn dir. Und da gönnt sich Sura. Kein Problem, immer wieder gerne. So, schon ist Sura hier, bei den 18.000 angekommen. Apo ist Ease. Bro, du bekommst natürlich auch ein Pet. Warum denn auch nicht, nicht wahr? Ich krieg einen Dog, du kriegst einen Dominus Fritius. Klingt fair für mich. Kein Ding, Bro. Ich liebe das Trade-System von diesem Spiel übrigens. Es ist verbuggt, wenn mehrere Trade-Anfragen auf einmal geschickt werden. Deswegen habe ich bei mir Trading auch aus. Ich trade die anderen Leute an. Was auch Risiken birgt, aber an sich finde ich das Trading hier so viel angenehmer. Ja, Luella, du bekommst von mir keine Pets mehr. Du hattest dreimal die Chance. Und dann gehen wir rüber in den nächsten Server. Gucken wir einmal, wer mich auf Discord angeschrieben hat. So, da sind wir auf den nächsten Server. Und da haben wir schon unser erstes Opfer. XXLS. XXL. Ja, wenn das kein zweiter Account ist, wir wissen es nicht. Bei Roblox weiß man es wirklich nicht. Du kriegst auf jeden Fall von mir ein Dominus Infernus diesmal, ja? Wenn du annimmst. Du musst auch annehmen. Hallo? Hallo? Ist der AFK? Ah, hier. So. Gönn dir. Du musst nur auf Ready drücken. Perfekt. Das läuft so gut. Im Pet Simulator 1 musste man immer ewig warten. Hier, die Leute nehmen dankend an. Es funktioniert so schön. Bin glücklich. Gehen wir mal zum Volcano. Ah, guck mal, hier im Volcano chillen auch ein paar Leute. Wie schnell seid ihr darin, die Truhe abzubauen? Oh, das leckt bei mir. Blub. Warum wurde das denn nicht geupdatet? Ich habe dir gerade ein Pet gegeben. Hast du es verschenkt? Hast du es weggegeben? Warte mal, das ist jetzt gar nicht sortiert. Warum ist Joe Mama mit 420 über XXLXX, der eigentlich 18.000 haben müsste? Ach warte, der ist hier zweimal drauf. Habe ich den falschen gegönnt? Mir egal. Joe Mama kriegt von mir noch. Joe Mama, wo bist du? Joe Mama ist hier nicht. Nein. Nein, der Server ist verbuggt. Ich hasse diesen Moment. Übrigens, wenn ihr traden wollt und die andere Person nicht findet, könnt ihr auch hier einfach reinschreiben. /trade und dann den Namen. Ich weiß aber nicht, ob man den Username oder den Display-Name schreiben muss. Ich versuch's einfach mal mit dem Display-Name. Trade Request Sent. Okay, mit dem Display-Name und er hat's ignored. Ich mach's nochmal. Jetzt ist er in der Trade... Nee, jetzt kein Bock mehr. Puh. Nächster Server. Sind hier nicht die Wohlfahrt, nicht wahr? Und Leute, ich habe eigentlich gehofft, dass das ein bisschen schneller geht, dass ich die 10 Pets hier schnell loswerde, aber man muss ja auch erstmal die richtigen Leute dafür finden, ne? Hier haben wir auf jeden Fall die richtigen Leute. Kent Korn, wo bist du? Da ist er oder sie. Da ist sie. Yo, was geht, Bro? Du kriegst von mir auf jeden Fall eine Trade Request. Gönn. Na los, nimm an. Ich weiß, das ist jetzt noch alles sehr viel zu lernen für dich, weil du gerade gejoint bist. Aber du bekommst von mir direkt als Starter-Pad. Genau, meinetwegen. Nimm. Gönn.
Drück auf Ready. Nimm an. Nimm an. Drück auf Ready. Ja. Gescammt. Ich hab deinen Starter-Dog. Pech gehabt. Schaut euch das an. Seht jetzt Toby. Ja, versuch meine Münze anzuklicken. Tipp auf irgendwas. Auf irgendwas tipp. Komm schon. Du musst da nicht selber hinlaufen. Du musst es nur antippen. Genau. So schön, wie die Leute das Spiel lernen. So, wer ist denn noch auf dem Server? Tico, dich vergessen wir nicht. Tico, du bist der Nächste. Mit deinen kleinen Schäfchen. Tico läuft einfach weiter. Achso, jetzt. Die kriegst du auch. Ich bin ready. Mach einfach. Du musst nicht aufhören. Du musst nicht aufhören. Ich nehme an. Nimm einfach an. Was? Tico. Tico, it's for free. Na also, geht doch. Und da ist mein Pet weg. Thank you so much. You're welcome. Es fühlt sich schön an, den Leuten gute Pets zu geben. Ich stelle mir gerade vor, wie ich mich gefühlt hätte, hätte ich von Anfang an Pets geschenkt bekommen können. Aber ich habe das Spiel halt von Anfang an gespielt, da hatte noch niemand so krasse Pets. Naja, auf zum nächsten Server. Und da haben wir unser Opfer gefunden. Totrix, du wirst es sein. Totrixus. Du kriegst von mir 2 davon und 2 davon. Dann hast du, kannst du vollpacken. Nimm einfach an. Drück auf Ready. Du hast nichts zu verlieren, Bro. Meinetwegen, offer mir das dafür. Nehme ich gerne an. Drück auf Ready. Die Leute, ja, ich verstehe, dass das Trade-Fenster am Anfang noch ein bisschen überfordert ist. But bro, it's for free. It's for free. Ich geb dir noch eine Chance. Du kriegst jetzt aber nur noch einen. Kennst du? Wenn du keine Geschenke haben willst, dann nicht. Oh, warte, jetzt habe ich die Sachen nicht eingesammelt. Schnell einsammeln. Schauen wir mal, wer noch auf dem Server drauf ist. Manche Leute wollen halt dieses Glück nicht haben. Muss ich respektieren. Und wer ist gejoint? Weißt du, mein größter Traum war es immer, jemanden zu erwischen und dann zu sagen, so, Abmarsch. Oh, okay, das kannst du als Erwachsener bestimmt gut machen, aber ich bin gerade in einem Pets verschenken in Pet Simulator X Video und ich verschenke gerade ein Pet an Auditor. Was sagst du dazu? Ja. Pets verschenken, yeah. Hey Leute, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich bin gerade im Channel mit dem, der diese Videos in Deutschland erfunden hat, ja? Hi. Der einzig wahre, Dilon Daskre. Dr. Idemedur, ja. Genau. Und ich hatte einfach schon 2 Leute, die einfach abgelehnt haben. Mehrfach. Opfer. Der Typ hier will sein Glück nicht wahrhaben. Dem gönne ich gar nichts mehr, ich gehe auf den nächsten Server. Ich habe ihm sogar 2 Dominus geoffert, ne? Ich habe ihm 2 geboten und er lehnt ab. Das ist jetzt der Punkt, wo ich irgendwas sagen muss? Nee. So. Ich muss einfach nur irgendwas sagen. Ich muss eigentlich gar nichts sagen. Das Video wird so oder so lang genug, weil ich mir vorgenommen habe, 10 Dominus zu verschenken. Und es ist gar nicht mal so leicht, 10 Leute zu finden. Doch hier sind gut Leute drauf. Die sind alle low. Ihr kriegt jetzt alle Pets von mir geschenkt. Aber ich guck nochmal die Namen an. Nicht, dass ich hier die falsche Person erwische. Ich habe jetzt auch nur noch 500.000. Vorhin hatte ich 600.000, ne? Und ich gehe jetzt weiter meine Katze bürsten. Genau, geh mal deine Katze bürsten. Es kommt davon, wenn man in einem öffentlichen Discord-Server ist, nicht wahr? Komm, Bunny gegen Dominus. Es ist ein Dominus Fridges. Musst du annehmen. Hast gecancelt. Jetzt existiert hier zweimal. Jetzt existiert hier nur noch einmal. Meinetwegen, jetzt kommt Komia dran. Du kriegst dann eine nächste Chance. Komia existiert nicht. Okay. Dann kriegt der Typ da seine nächste Chance. Wird auch ignored. Was ist denn das? Nee, hör auf abzulehnen. Ich gebe dir nochmal eine Chance. Es kann doch nicht sein. Die lehnen alle ab. Leute, ich will euch Pets schenken. Guck mal, was ich dir schenken will. Guck mal, was sie können. Ich schicke dir jetzt noch einmal eine Trade Request. Dann nicht. Dann kriegt der Typ hier, der hat 3000. Der kriegt dann seine Trade Request. Komm. Ach, ich kann ihn gar nicht senden. Slash Trade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mario. Komm, nimm an. Nimm an. Bro, nimm an. Bruder, bitte nimm an. Und ich hab gedacht, das wird ein guter Server. Ich werde hier kein Pet los. Nicht zu fassen, die Jugend heutzutage. Aber das Schöne am Trade-System hier ist ja auch, also es ist irgendwo schade, dass man das Inventar vom anderen nicht mehr sieht, aber es ist auch schön, weil in Pet Simulator 1 war es so, die Leute waren immer gierig, die wollten immer das beste Pet, das du hattest. Meine besten Pets kann ich nicht weggeben, weil dann kann ich mir gar nicht mehr leisten, die guten Pets zu farmen für euch. Aber ein Franzmann, der Franzmann, der kriegt von mir, größer hier, der Franzmann kriegt von mir ein Dominus. Siehst du, der weiß, wie man Geschenke annimmt. Trade Ross. Cancelled? Meinetwegen, dann kommt Einhorn Amelie dran. Deine Chance. Einhorn Amelie nimmt... Nimmt an! Ich bin endlich wieder ein Pet losgeworden. Nur noch 3 sind übrig. Und Einhorn Amelie ist jetzt hier gelandet. Sehr gut. Als nächstes BCN, was auch immer. Du bekommst von mir den hier. Gönn dir einfach. Kein Ding. Was cancelled? Warum cancelt ihr immer die Trades? Okay. Und dann kommt jetzt Arab 228. Komm, du bekommst von mir den. Nimm an und nicht canceln. Annehmen und nicht canceln. Okay, Leute, ich glaube, das war's mit dem Video. Die Leute wollen meine Pets nicht haben. Wenn ihr sie haben wollt, dann kommt in Zukunft einfach in unseren Livestreams vorbei. Folgt Roblox Victor auf YouTube, damit ihr mitbekommt, wann wieder gelivestreamt wird. Das war's und ciao!